Das L-Programm in drei Worten ist aufregend, wahnsinnig intensiv, aber auch sehr fordernd. Interdisziplinarität, Bereicherung und Sprungbrett. Unglaublich viel Spaß gemacht. APE, das Academic Program for Entrepreneurship, ist ein zweisemestriges Zusatzqualifizierungsprogramm im Bereich Design Thinking, Lean Startup, Business Modeling und Entrepreneurship. Es richtet sich an Studierende aller Hochschulen sowie Berufstätige. Innerhalb von zwei Semestern erlernen die Teilnehmer verschiedene Tools aus den Bereichen Design Thinking anhand von drei verschiedenen Projekten. Diese Projekte können entweder eigene Gründungsideen sein oder Real-World-Problems, die von Unternehmenspartnern eingegeben werden. Das ist eines der führenden Programme im Bereich Design Thinking und Entrepreneurship. Wir sehen einen großen Zusatznutzen eben gerade für Studierende, die eben outside the box denken wollen, die zu ihrem normalen Studium eine T-shaped Persönlichkeit werden wollen. Das heißt, sie fachlich gut sein wollen, aber auf der anderen Seite sich auf die neuen Herausforderungen in der Zukunft anpassen wollen. Das Überraschendste für mich persönlich am L-Programm war es, auf so viele unterschiedliche Menschen zu treffen, die ganz verschiedene Backgrounds hatten, vom Studium her, vom persönlichen Leben her, von ihren beruflichen Erfahrungen her, was dazu geführt hat, dass man in den einzelnen Gruppen zu wahnsinnig kreativen Lösungen auf einzelne Probleme gestoßen ist, was am Ende sehr mehrwertstiftend war für alle. Die Zusammenarbeit mit den Coaches ist eigentlich eine wundervolle Sache, weil es wie eine Art professionelle Freundschaft ist. Man gibt sich direkt Feedback, man kommuniziert offen miteinander und man gestaltet das Alp eigentlich zusammen und man merkt einfach, wie viel Spaß auch das den Coaches macht. Besonders wichtig ist uns auch, dass die Teilnehmer ein Netzwerk aufbauen können. Das heißt, sie kommen in Kontakt mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, das auch über das Programm hinausgeht. Wir haben auch ein interessantes Alumni-Programm für die Teilnehmer. Sie kommen auch in Kontakt mit interessanten Persönlichkeiten aus der Industrie. Sie lernen Unternehmen auch von innen kennen und wir bringen sie auch in Kontakt mit Studierenden aus anderen Hochschulen, weil wir natürlich auch internationale Programmpunkte haben, bei denen wir hochschulübergreifend zusammenarbeiten. Die wertvollste Erfahrung war für mich tatsächlich das Bootcamp, weil wir innerhalb so kurzer Zeit so viel geschafft haben und durch die Zusammenarbeit trotz der Sprachbarriere was Großartiges schaffen konnten. Unser Ziel ist nicht, während des APE-Programms neue Startups zu generieren. Wir wollen tatsächlich das Mindset der Teilnehmer ändern und ihnen Tools mit an die Hand geben, dass, wenn sie nach dem Programm mal eine Geschäftsidee haben, die sie tatsächlich umsetzen möchten, das auch erfolgreich können. Wahrscheinlich viel so mit, aber ist doch okay, oder? Internationale Kontakte zu internationalen Hochschulen kriegen. Internationale Kontakte zu internationalen Hochschulen, so ein Quatsch. Entschuldigung, ich muss lachen. Zusatzqualifizierungsprogramm, in welchem die... Cut! ...eben verbinden damit... Da, Mist. Den Satz muss ich mir noch zweimal sagen und dann... Zusammenarbeit, sehr hilfreich. So viel wie möglich mitzunehmen aus dem APE-Programm. Das musst du jetzt ablesen. Ah! Ja. Nein, ich wollte weitermachen, aber so Faktor ist nichts mehr zum Weitermachen. Ich habe 4 Augustiner getrunken. Okay, wunderbar. Okay. Diese auch erfolgreich am Markt etablieren zu können. Super. Passt!